Hallo Ladies und Gentlemen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von XCOM Enemy Unknown. In der letzten Folge haben wir erfolgreich das Tutorial beendet und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir San Francisco helfen oder ob wir Beijing helfen und wir fliegen nach China und helfen denen. Weil dafür gibt es 200 Credits. Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Ja, Wollo. Bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Ja, das kommt gut hin. Dennoch möchte ich hier ein bisschen was bearbeiten. Die einzelnen Soldaten individualisieren. Zumindest die Namen möchte ich anpassen. Moment. Ich hab da auch was vorbereitet. So, da haben wir nämlich als erstes den Sense. Sieben, zwei, drei. Jetzt könnten wir hier rein theoretisch noch irgendwie Punkte. Ach nee, das ist das Aussehen. Ja, um das Aussehen kümmere ich mich nicht. Also zumindest nicht jetzt. Können wir vielleicht später irgendwann machen. Rekrut 723. So, dann haben wir einmal. Jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir einmal den Su Shai. Habe ich das jetzt alles groß geschrieben? Egal. Dann haben wir einmal. Moment, die kann ich ja gar nicht nehmen. Dann haben wir einmal Seppo. Place. Und dann haben wir einmal den Drachen. Burschen. So. Zwei kommen noch. Dit freut mich. Irgendwann werden die kommen. Muss mein schlaues Büchlein auf Seite legen. Transporter ist eingetroffen. Gut, beginne den Einsatz. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Einsatzbesprechung. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Einsatzziele. Erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Ab dafür. Soldat, ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Ja, dann soll... Oh, die Namen muss ich noch ändern. Hier werden nur die Nachnamen angezeigt. Aber hier unten der ganze Name. Seppo. Die schicken wir nach hier. Gut. Jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Okay. Jetzt geh drinnen in Deckung. In Deckung. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Wie, was, wo? Ah, mit dem Mausrad. Kann ich die Ebenen wechseln? Na, siehst du, das wusste ich nicht mehr. Gut, dass es einem nochmal erklärt wird. Lieber Su Shai. Der Rest von euch rückt Richtung Feind vor und geht in Deckung. Nicht feuern, bis ich den Befehl gebe. Toll gemacht, Su Shai. So,
Jetzt bin ich am Zug. Ich muss hier wieder alles rausreißen, wie es aussieht. Erstmal nach vorne stürmen. Wen haben wir noch? Drachi. Drachi, wo schicke ich dich hin? Die schicke ich nach hier. Oh, oh, da ist die Deckung weg. Ich würde es... Ich kann die... What the fuck? Ich kann mit dem Maus... Drücke Eingabe, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu öffnen. Ich würde gerne auf den Soldaten da unten wechseln, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ja, dann lieber Sushai. Musst du jetzt weitermachen. Wo schicke ich dich hin? Ich könnte dich nach hier unten schicken. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ich könnte dich aber nach hier schicken. Oder nach hier. Ich schicke dich nach... Das geht nicht. Warum nicht? Wird mir hier wieder was vorgegeben? Ach, ich muss jetzt schießen hier. Tutorial-mäßig. 68%. Ja, dann nehmen wir natürlich den mit 68. Ziel bestätigt. Ich wollte den jetzt erstmal in Deckung bringen. Was bringst du mir denn hier für Bullshit bei, liebes Spiel? So, einmal bitte in Deckung gehen. Und wie sieht das aus? Halt's Maultelefon! 63% ist auf jeden Fall zu wenig. Deswegen machen wir den Feldposten. Schieße bei geringer Zielverschlechterung auf den ersten Gegner, der sich in deinem Sichtfeld bewegt. Hallo, Telefon. Ich meine, ich hätte gerade eine klare Ansage gemacht. So, ich selber stelle mich mal dahin und feuer auch nicht. Sondern geh auf den Feldposten. Und du, mein lieber Drachi, gehst nach hier. Und gehst ebenfalls auf den Feldposten. Wenn der sich jetzt bewegen sollte, dann kriegt er die volle Breitseite ab. Ah, siehste, er bewegt sich nicht. 52%, das ist mir definitiv zu wenig. Komm, beweg dich erstmal nach hier. Von da unten wirst du besser schießen können. 49%. Granate. Ach komm. Einfach versuchen. Jawohl. Der Kommander übernimmt nun das Kommando, während ihr den Rest des Gebiets nehmt. Wie immer werde ich euch mit taktischem Rat zur Seite stehen, falls benötigt. Und denkt daran, eure Panzerung hält nur ein paar Schüsse aus ihren Waffen aus. Also haltet die Augen offen und die Köpfe unten. Viel Glück. Alles klar. Dann müssen wir jetzt das Gebiet weiter erkunden. Würde ich sagen, Seppo, spurtest du direkt mal hier ordentlich nach vorne. Was eigentlich nicht so gut ist, aber Wurst. So, Drachi. Du gehst nach hier. Wir preschen jetzt nach vorne ohne Ende. Ah, hier sind noch irgendwo Aliens. Boom. Das war noch von der Granate. Bis wo könnten wir rein theoretisch sporten? Bis da machen wir auch. Wir brauchen ja Sichtkontakt. Moment, ich möchte erstmal mit mir nach da. Da hinten sind sie. Guten Tag.
Natürlich hauen die direkt ab. Hier. Der liebe Sense, der müsste doch noch eine... Ich bin doch nicht gesportet. Warum kann der... Ah, leck mich. Wen haben wir hier? Der Seppo. Der Seppo kann sich aber noch bewegen. Und zwar bis nach hier. Und dann geht der liebe Seppo in den Feldposten. Und Drachi. Was machen wir mit dir? Du sportest bitte in Deckung. Dann haben wir einen Mann auf dem Feldposten. Machen die den Netz? Das wird wieder, Soldat. Aber nochmal sowas und es ist aus mit dir. LOL. In Deckung. Commander, der Raketenwerfer unseres Veteranen müsste leichtes Spiel mit den Strukturen haben, die die Aliens als Deckung nutzen. Und wenn wir Glück haben, fliegen die Aliens gleich mit in die Luft. Gesetzt den Fall, er trifft. Wer ist nochmal mit dem Raketenwerfer unterwegs? Wie kann ich nochmal die Waffe wechseln? Mit... Wo ist denn das liebe Sushai? Hier ist er doch. Womit kann ich denn auch mal die Waffe wechseln? Option bearbeiten. Wo ist denn hier? What the fuck? Ach so, Raketenstart. Das ist... Das ist ja eine Fähigkeit. Okay, wir können dich aber nicht in eine bessere Position bringen als da, wo du jetzt stehst. Schuss ist blockiert. Okay. Wir müssen dich, ob wir wollen oder nicht, in eine andere Posi bringen. Ah, dann geh erstmal nach hier. Und von hier aus machst du einen Feldposten. Seppo, 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 Seppo. Was machen wir mit dir? Dich stellen wir hier hin. Und du gehst in volle Deckung. Ich mache genau das Gleiche. Und der liebe Drachi geht hier in meine vorherige Deckung und auf den Feldposten. So. Tja. Verkeggelt, würde ich sagen. Und jetzt geht der Sushai. Ach fuck, wenn er sich bewegt, kann er ja gar nicht mehr ballern. Damn it! Dann gehst du bitte in Deckung. Seppo, Seppo, Seppo. Du wirfst mal ein Granätchen da rein. Das muss auch funktionieren. Bam! Ja, sag ich doch. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft. Und die Teams erwarten ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Ja, dann tu das doch. Getötete Aliens. 4 Prädikat ausgezeichnet. Verlorene XCOM-Einsatzkräfte. 0 Prädikat ausgezeichnet. Ja, das ist doch ausgezeichnet. Oh, Seppo ist für 7 Tage verwundet, aber dafür auch befördert wie worden. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Rauchgranate. Kann einmal pro Einsatz eine Rauchgranate werfen. Der Rauch gibt allen Einheiten plus 20 Verteidigung, nicht nur Verbündeten, und hält auch während der gegnerischen Runde an. Alles klar. Und der liebe Seppo ist jetzt verwundet für 7 Tage, fällt also aus. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander.
Okay. Commander, wir empfangen einen Funkspruch des Rats. Dann lass mal hören. Guten Tag, Commander. Wir wollen Ihnen zu Ihrem letzten Sieg gratulieren. Aufgrund der verschiedenen Gesuche um Unterstützung mussten Sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Danke, danke. Wie vereinbart, erhalten Sie nun Ihre Belohnung. Auf Wiedersehen, Commander. Wir hoffen, dass Sie Ihren Erfolg weiter fortsetzen können. Ja, aber natürlich. Denkst du? Operation Morbider Schild. Der Einsatztrupp, den XCOM nach China entsandt hat, konnte in Beijing eine Entführung durch Aliens verhindern. China ist dankbar und hofft, dass die Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. 200 Credits. Panik macht sich in ganz Nordamerika bereit. Ja, weil wir da bei denen nicht geholfen haben. Aber, der Rat weiß, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Commander. Mit unseren Ressourcen ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Unser Chefingenieur hat jedoch etwas gefunden, damit Sie die Lage besser überwachen können. Ja, was denn? Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedsstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auch die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden. Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Commander zur Einsatzleitung. Jaha. Commander, Dr. Wallen berichtet, dass die Forschungsarbeiten im Labor voranschreiten. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Unser lokales Satellitennetzwerk ist jetzt aktiv und wir können nach neuen Aktivitäten suchen. Dies könnte mehrere Tage dauern. Okay. Nach Aktivitäten scannen, aber das will ich ja gar nicht. Ich muss aber. Ja, das ist ja kacke. Ich will aber nicht. Ich will zurück. Ja, dann scannen wir halt. Die Pläne für die Nanofaserweste sind fertig, Commander. Na? Die Technikabteilung wartet auf die Freigabe für die Fertigung. Sehr schön, unsere Forschung ist fertig. Und Seppo ist in den Dienst zurückgekehrt. Commander, da wir die Forschung abgeschlossen haben, gibt es für mein Team und mich nichts mehr zu tun. Ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, die Alienkörper zu autopsieren, die Ihre Soldaten aus den letzten beiden Einsätzen mitgebracht haben. Sie werden zustimmen, dass wir die Physiologie der Aliens verstehen müssen, um sie besiegen zu können. Nee, nicht so ganz. Draufballern funktioniert da auch ganz super. Xenobiologie. Es ist überlebenswichtig, die Physiologie der Außerirdischen gründlich zu erforschen. Damit können wir bessere Waffen und Taktiken entwickeln, um sie zu bekämpfen. Alles klar. Das dauert 8 Tage und kostet 4 Sektoidenleichen. Dann hau mal rein. Danke, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald die Forschungen abgeschlossen sind. Alles klar. Schönen Tag noch. Anscheinend hat das Team von Dr. Shen endlich kapiert, wie man die Maschinen einschaltet. Commander, in die Technik. Commander, in die Technik. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Alles klar, was können wir denn machen? Nanofaserweste und ein Medikit. Nanofaserweste, Medikit. Also Medikit wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wir müssen die Nanofaserweste herstellen. Dann mach mal. Wie viele Soldaten haben wir denn jetzt gerade im aktuellen Dienst? 5, ne? Dann stell mal auch direkt 5 her. Die Fertigung der Nanofaserweste ist abgeschlossen, Commander. Sie wurde in die Waffenkammer gebracht. Dankeschön. Gute Arbeit hast du geleistet. Commander, zu den Kasernen. Ja. Objekte und Waffen werden aus der Technikabteilung direkt in die Waffenkammer gebracht. Aha.
Dann wollen wir unsere Leute doch mal ausrüsten. Sushai. Das war Quatsch. Bewaffnung. Du kannst gar keine Nanofaserweste tragen. Okay. Ach doch, hier, Nanofaserweste. Dafür hast du keine Splittergranate. Bietet 2 extra Gesundheit. Okay, für die extra Gesundheit. Lass mich doch mal hier fertig machen erst. Lagezentrum. Ich mache jetzt erst hier fertig. Seppo. Du warst ein Unterstützer, ne? Jawohl. Mann! Bewaffnung. Seppo, der Unterstützer. Der kriegt ein Medikit. Das werden wir gleich noch herstellen. Ich selber bekomme auch eine Nanofaserweste. Der Drachi bekommt selbstverständlich auch eine. Und mehr haben wir nicht. Sind doch nur 4. Die anderen werde ich jetzt auch nochmal schnell benennen in der Folge hier. So, du bist ein... Wo habe ich mein Zettelchen hier? Nicht mein Zettelchen, mein Block. Da haben wir einmal den Dommy. Das R passt schon mal. So. Der Brett. Ah, der Brett. Ich muss hier immer wieder gucken, was für Namen ich mir hier aufgeschrieben habe. Weil das unter anderem hier alles Zuschauer sind oder Let's Player, die ich selber geil finde. Sind hier also keine von mir ausgedachten Namen. Die Briette. Briette. Die Briette. Na, 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 na. So. Noch einen Typen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Namen. Habe ich noch einen Typen? Mich habe ich, Sushi habe ich, Seppo habe ich, Domi habe ich, Drachi habe ich, Josh habe ich. Matze. Haben wir noch? Und Kalifor. Kalifor Fofana. Fofana. Okay, Kalifor Fofana. Du bist ab heute die liebe Tammy. Alles klar. Gut, jetzt könnten wir den eigentlich auch noch hier so ein paar Nanowesten und so reindrücken. Aber nicht jetzt, denn... Jetzt gehen wir nochmal schnell ins Lagezentrum. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Schon wieder? Haben die keine Hobbys? Guten Tag, Commander. Wir benötigen Ihre Hilfe in einer besonderen Angelegenheit. Wir erwarten, dass Sie diesem Problem dieselbe Aufmerksamkeit widmen wie jedem anderen Projekt. Eine Gefangene hat es geschafft, den Aliens zu entfliehen. Wenn Sie diese Frau auffinden können, hat sie womöglich wichtige Informationen über die Operation der Aliens. Wir senden die Koordinaten. Auf Wiedersehen, Commander. Wir wissen, dass Sie uns nicht enttäuschen werden. Wir sollten uns wohl an die Arbeit machen. Ja, wäre nicht schlecht. Ich möchte den Einsatz aber nicht jetzt starten. Ich muss... Wir haben ein Notsignal empfangen. Alles klar, haben wir ja gerade schon gehört. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Wir haben den Drachenburschen dabei. Wir haben den Seppo dabei. Wir haben den Sushai dabei. Und ich bin natürlich auch dabei. Ich finde das hammergeil. Ich kann das Spiel jetzt nicht beenden. Ich möchte jetzt bitte das Spiel beenden. Damit ich die Aufnahme beenden kann.
Mann! Das Spiel lässt mich das Spiel nicht ausmachen. Hammer, fies und so. Voll gemein. Bereit machen zum Einsatz, Strike One.